Ich finde, freie Trauungen dürfen einfach und clean sein. Also das Paar oder die Braut oder auch der Bräutigam kommt rein und einer oder eine steht vorne oder auch gemeinsam und wir sprechen einfach über die Geschichte, wir sprechen über, was ist Liebe für dich und für euch. Wir sprechen, ja, wenn viel gesprochen werden darf und auch mal Zeit da ist, dass man schweigen darf. Und wenn es nicht so vollgepackt ist mit, wir schütten vielleicht Sand zusammen oder so. Also ich finde, das macht so eine freie Trauung immer ein bisschen kaputt, wenn Zeit und Ruhe da ist. Wenn es ein Eheversprechen geben darf, ich liebe Eheversprechen. Wenn schöne Musik involviert werden darf und ja, wenn einfach viel geschützter Raum da sein darf, dass jeder seinen emotionalen Rucksack, und mit jeder meine ich auch die Gäste, kurz aufmachen darf, Luft dran lassen darf, rausflattern lassen darf und danach dürfen wir dann einige an die Drecksau-Party.